Servus liebe Zuschauer, da ist der Glockengießer. Ja, das letzte Mal habe ich ja das Wolfshöher Weißbier vorgestellt. Und ich habe nicht gewusst, ob die Wolfshöher Brauerei das Video selber sieht, weil es eben das erste Video über deren Biersorten und Biermarken geht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt rufst du mal besser bei der Brauerei an und sagst ihnen Bescheid, dass da jetzt eben ein Video über deren Brauerei existiert, wo das Weißbier von denen vorgestellt wird, durch mich. Haben es noch nicht mitgekriegt, haben es auch gesagt, danke für den Hinweis, schauen wir uns mal an. Dann ist eine Zeit lang Stille gewesen, dann kam nochmal ein Anruf bei mir. Da hieß es dann, jawohl, wir haben das Video gesehen, ist richtig gut gemacht, vielen herzlichen Dank dafür. Habe ich gesagt, war mir ein Vergnügen, klar, ich habe das Bier nicht gestellt gekriegt oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach bloß den Hinweis geben, dass es die Brauerei eben gibt. Und habe gesagt, ich schaue mal, vielleicht kann ich ja nochmal Bier vorstellen oder irgendwie mal zeigen, was so an Produkten oder an was für Vielfalt, so kann man es vielleicht ausdrücken, von der Brauerei Wolfshöher eben erhältlich ist. Ja, dann habe ich zeitlang gewartet, dann kam wieder ein Anruf, dann hieß es, jawohl, das wäre natürlich klasse, wenn Sie das machen würden. Liebe Glockengießer, wie schaut es denn aus? Wir täten Ihnen was zukommen lassen, damit Sie eben Substanz haben, um was vorstellen zu können. Und dann haben wir so gedacht, ja, wie wollen wir das anstellen? Und die Chefin, die Frau Weber, hat dann gesagt, ja, sagen Sie mir doch mal Ihre Adresse, wo Sie anzutreffen wären, dann bringe ich Ihnen mal was vorbei. Und ich dann so, jetzt ernsthaft? Ja, und diese Woche am Dienstag war es jetzt, glaube ich. Ja, Dienstag, diese Woche war es. Oder Mittwoch. Ich müsste jetzt auf den Kalender schauen. Ich meine, es war Dienstag oder Mittwoch. Da kriege ich auf einmal einen Anruf auf dem Handy. Sie dran, die Frau Weber von der Brauerei Wolfshöher, die Chefin persönlich. Also, ich fahre nach Nürnberg rein. Wie schaut es aus? Ich sage natürlich, ja, ich bin am Platz, ich bin erreichbar. Und dann, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später, klingelt's. Und dann hat sie mir was gebracht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gedacht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Also, gebracht hat sie mir zwei Krüge. Einen habe ich in der Firma gelassen, wo ich arbeite. Weißbierglas ist auch eins in der Firma am Arbeitsplatz verblieben, dass ich da immer Gläser habe wegen Getränken, ja, dass da nichts übersehen wird. Und ja, gemischter Kasten haben wir jetzt da, also ist richtig schön, muss ich sagen, also gemischt von allem ein bisschen was. Was haben wir jetzt da alles? Ui, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Sorten sind es auf jeden Fall. Ich stelle jetzt einfach mal her, dass er was sieht. Also, was haben wir da? Wolfshöher Hell. Das ist dann klassisches helles Vollbier. Ja, genau, das stellen wir mal da auf. Dann Wolfshöher Pilsner. Jawohl, Pilsnerart. Ist dann wahrscheinlich ein bisschen bitterer wie das helle. Dann Wolfshöher Märzen. Okay, ein Märzenbier. Auch nicht schlecht. Das ist dann wahrscheinlich malzmäßig ein bisschen betonter in dem Fall. Dann da altes Wolfshöher, dunkles Spezialbier steht da. Jawohl, also ist dann dunkles Bier dann, also das klassische dunkle Bier, wie man es halt kennt. Was haben wir dann noch? Jawohl, ein weißes, kennen wir ja schon, das habe ich ja schon vorgestellt. Wunderbar. Auch mit drin im Kasten. Wunderbar, was ist jetzt da noch? Und dann da noch eins, das sind ein paar mehr. Das sind jetzt 8 Flaschen Wolfshöher Kerberbier. Also für die Kirchweih. Jawohl. Gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot mit bestem Hopfen und feinstem Malz. Jawohl. Schauen wir mal, ist noch irgendwo irgendeine Flasche, wo ich übersehen habe, wo anderes Etikett drauf ist? Nee? Nee, das ist. Jawohl. Ja. Das wär's schon. Also, ich bin erstaunt.
Hätte jetzt nicht gedacht. Also 6 verschiedene Biersorten. Helles, Pilsner, Märzen, dunkles, weißes und Körperbier. Also nicht schlecht. Und dann noch Gläser dazu. Weißbierglas und ein Seidlersgrauch mit 0,5 Liter. Das ist schon eine Hausnummer. Also das ist schon richtig klasse. Da habe ich jetzt gut was zum Trinken und was zum Präsentieren. Um es einmal so zu sagen. Also, liebe Zuschauer, ihr seht es, Brauerei Wolfshöhe im Nürnberger Land, die haben schon eine gute Auswahl. Wer von euch schon 16 Jahre oder älter ist, macht mal einen Besuch bei denen. Lohnt sich. Die haben richtig gute Produktpaletten. Und das Bier hat einen guten Geschmack. Was gibt es sonst noch zu sagen? Genau. Liebe Frau Weber, lieber Herr Weber, liebe Brauerei Wolfshöhe, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt, dass ihr mir das geschickt habt oder dass ihr mir das zukommen lassen, besser gesagt. Jetzt habe ich was zum Zeigen, jetzt habe ich was zum Präsentieren. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Also bis der Kasten leer ist, da vergeht bestimmt ein halbes Jahr, wenn ich ihn allein austrink. Ich gehe mal davon aus, dass ich meinen Arbeitskollegen und meinen Bekannten noch irgendwas davon abgebe, weil sonst dauert das ja ewig, bis da mal was weg ist. Ne? Aber ich werde jede Sorte einmal in einem Sondervideo dann mal zeigen und präsentieren und werde das dann auch entsprechend auf YouTube hochladen, dass da mal ein bisschen Bekanntheitsgrad bei euch ein wenig steigt. Und wenn das dann so ist, dann werde ich auch kleiner Hinweis hier an meine Zuschauer, da wird es dann hier oben, muss ich mal schauen, da werde ich dann einblenden, dass da Werbung dann ist. Gut, es ist zwar keine bezahlte Werbung, aber dann doch auch Werbung, weil ich das Bier ja umsonst kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen habe und dann schreibe ich dann schon Werbung hin, weil ich ja nicht selber dafür was ausgeben muss, ich habe es ja nicht bezahlt. Und dann deklariere ich das schon als Werbung, auch wenn sie unbezahlt ist, weil ich es auf freiwilliger Basis mache. Gut, dann wisst ihr, meine lieben Zuschauer, Bescheid. An alle Besucher, ihr wisst jetzt auch Bescheid, dass es da eine Brauerei gibt, die richtig gute Sachen hat, die eine gute Produktpalette hat. Schaut, dass es beim örtlichen Getränkehandel in Nürnberg und Umgebung anfragt, dass es auch kriegt. Und wer nach Nürnberg oder Umgebung mal einen Besuch macht, sei es mit dem Zug, sei es mit dem Auto, wie auch immer, wer mit dem Auto selber fährt, ihr könnt es euch ja mitnehmen nach Hause und dann zu Hause, wenn ihr Zeit aufmachen. Nicht trinken während der Fahrt. Und wichtig nochmal, kennt eure Grenze, trinkt nicht zu viel. Wenn es wieder hochkommt und man es dann erbricht, ist der ganze Geschmack für umsonst gewesen. Und vor allem, der Braumeister hat sich dann die ganze Mühe und die ganze Arbeit umsonst gemacht. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, denn, ich wünsche euch jetzt was. Gehabt es euch wohl, habt ein schönes Wochenende. Jetzt ist Samstag. Ich werde mir jetzt dann eins von den Kulinaritäten aufmachen. Man hört sich und man sieht sich. Ich wünsche euch was. Servus, bis zum nächsten Mal.